Grüße dich. Hi. Also, meine Lieben, das war Nina Green und ich hoffe, ihr habt die musikalische Unterhaltung genossen. Habt ihr? Ja. Das ist gut. Also dann, machen wir hiermit weiter. Marionettentheater, danke. Also die meisten von euch, ich glaube es, die meisten kennen mich schon, oder? Ja, habe ich mir gedacht. Ja, hier vorne in der ersten Reihe, da sitzen zwei Jungs, denen wollte ich jetzt eigentlich was sagen, dem Jan und dem Sven. Aber ich darf nicht, der Kasper hat es mir verboten. Der will das nachher selber sagen. Und da mische ich mich nicht ein. Weil der Kasper ist ja nun mal der Superstar. Ja, liebe Großen, liebe Kleinen, sind wir schon zum, so fast schon wie ein Haustermin. Ich weiß noch, welche Überfremdungsängste ich hatte, als ich zum ersten Mal hier war. Da konnte ich vor lauter Schüchternheit gar nicht sprechen. Aber jetzt hat sich das verbessert. Na siehste. Also, jetzt erstmal zu den Großen. Wir werden immer eingeladen von Toni und von dem Team der Space Party Crew. Ist ja alles kostenlos heute. Aber wer ein gutes Werk tun will, der kann natürlich eine kleine Spende abgeben. Behältnisse, Toni, werden irgendwo rumstehen, denke ich mal. Ja. Irgendwo steht eine Riesenbox, so ein Fass oder so. Und wir erwarten natürlich, dass das voll wird. Okay, und jetzt nochmal, da wir haben bestimmt auch ein paar neue Kinder dabei. Und für die neuen Kinder, ja, der Jan kann irgendwann schon mitspielen, ist klar. Ich gebe das mal hier hinter. Ja, dann kannst du mal. Ja. Also ich erzähle jetzt erstmal den neuen Kindern, warum die Marionetten für mich meine allerbesten Freunde sind. Ich mache mich jetzt ein bisschen kleiner, sodass die da hinten, ihr Großen, die hier steht, ihr könnt mich noch sehen, die anderen können ruhig sitzen bleiben. Ich werde jetzt klein, weil ich euch was zeigen will. Ich mache mich mal so klein ich kann. Sagen wir mal so. Und jetzt frage ich euch was, die Großen dürfen nicht mitmachen, nur die Kleinen. Könnt ihr euch vorstellen, du gehörst auch noch zum Kleinen, okay, ausnahmsweise. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich mal so groß war wie jetzt, wenn ich gestanden habe? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich mal ein kleiner Junge war? Kannst du dir vorstellen, dass ich mal ein kleiner Junge war? Sag's. Ich war mal ein kleiner Junge. Jeder hier im Saal war mal klein. Die Opas, die Omas, die Mamas, die Papas. Und als ich 4 Jahre alt war, da kamen meine Mama und mein Papa mit so riesengroßen Holzkisten nach Hause, haben die auf den Boden gestellt und ich durfte die aufmachen. Und jetzt dürft ihr mal raten, was in den Holzkisten wohl drin war. Marionetten. Genau. Und ich wollte gleich mit denen spielen. Aber ihr kennt das alle, ihr lieben Kinder. Man hat eine Mama und einen Papa. Und wenn die Angst haben, dass man was kaputt macht, dann sagen die, du bist zu klein, du machst das kaputt. Kennt ihr das? Bestimmt schon mal gehört, ne? Und ich habe das damals auch gehört. So, und dann habe ich beschlossen, dass ich wachsen werde. Und jetzt guckt mal, wie groß ich geworden bin. Und meine Marionetten sind immer noch so klein. Und das sind meine allerbesten Freunde. So, und das, was ihr hier seht, das ist eine richtige Marionettenbühne. Wir haben ganz schön gearbeitet, bis die endlich gestanden hat. Riesengroß. Warst du dabei, Jan? Nein, aber du weißt es schon, ne? Und das Märchen, das ihr heute seht, das kennt ihr nicht aus dem Fernsehen, sondern das Märchen hat meine Mama geschrieben vor langer, langer Zeit, für die Großen, vor 80 Jahren. Und das Theaterstück wird immer noch aufgeführt. Naja, wir spielten alles mit. Natürlich der Opa ist eigentlich immer dabei. Und dann habe er so einen kleinen Jungen, das ist der Franz. Für die Mädchen spielt eine Prinzessin mit, ja, aber die hat nur einen kurzen Auftritt. Ein König. Und wie heißt der mit der roten Zipfelmütze? Genau, den kennt er, der Kasper, klar. Und ein Zauberer spielt auch mit. Und, ach, ich weiß gar nicht. Ich bin ja nur hier, weil ich die Bühne aufgebaut habe. Ich gehe jetzt hinter die